und über die Anlagestrategie und die Anlagen im Einzelnen von Warren Buffett spreche ich jetzt mit Henrik Muhle von der Garnier Aktiengesellschaft. Herr Muhle, Warren Buffett hat seine Investments offengelegt. Was ist denn für Sie die interessanteste Neuerwerbung von Warren Buffett? Ja, schönen guten Morgen. Also so richtig viel Neues gibt es bei Buffett nicht. Die einzig komplett neue Position ist die Liberty Global mit etwa 200 Millionen. Das ist von seinen beiden Adjutanten, dem Wechsler und Combs, getätigt worden. Interessanter im Portfolio sind die Aufstockungen. Zum einen etwas General Electric, auch das sind seine beiden Adjutanten. Größere interessante Veränderungen sind Goldman Sachs. Da hat er die Optionen ausgeübt und etwa eine Position von 2 Milliarden Dollar. Und er hat seine Position bei US Gypsum, das ist ein Bauzulieferer, verdoppelt von 17 auf 34 Millionen Aktien, indem er eine Wandelanleihe ausgeübt hat. Zu lesen war dann auch, nicht im 13F, in dem Filing, auf das Sie anspielen, zu lesen war dann auch, dass er Aktien von Phillips 66, einem Pipeline-Betreiber, gegen Assets an dieser Gesellschaft tauschen wird. Das waren im letzten Quartal eigentlich die wichtigsten Neuerungen im Portfolio. Was bedeutet das jetzt eigentlich für den Anleger? Der hat ja jetzt nicht mehrere Millionen zur Verfügung, um hier zu investieren, aber kann das vielleicht im Kleinen machen? Warren Buffett ist ja für seinen Value-Ansatz bekannt beim Investment. Was ist das eigentlich und kann ein Privatanleger sowas nachvollziehen? Ja, Value ist im Grunde genommen etwas kaufen, was mehr wert ist als der Preis. Man muss verstehen, was man tut. Naive Kennzahlen reichen nicht aus. Also eigentlich ist das Arbeit für Profis. Wenn der Privatanleger das dennoch machen will, sollte er zumindest über ein Minimum an Handwerkszeug verfügen. Das ist Rechnungslegung. Das ist die Sprache der Geschäftswelt. Und das Zweite ist, er sollte sich in der Branche auskennen. Das heißt, lieber wenige Werte, die er vergleichsweise gut verstehen kann, wo er eine Ahnung hat, wo die entsprechenden Unternehmen in 5 oder 10 Jahren stehen und sie dann natürlich, das sagt der Name, Value, nicht zu teuer kaufen. Das ist vielleicht am ehesten möglich für den Privatinvestor, der Strategie von Buffett zu folgen. Und jetzt den einfachen Weg zu wählen, gewissermaßen die Abkürzung zu sagen, oh ja, wenn Warren Buffett da zuschlägt, soll der doch die Arbeit machen, dieses ganze Prüfen und Bücher sich anschauen und gucken, was ist jetzt wirklich mehr wert als der Preis und dann kaufe ich Unternehmen auch. Ja, also Buffett selber kaufen ist keine schlechte Idee. Wenn man sich die kleinere, die gesplittete Aktie anguckt, ist das auch für den Privatanleger erschwinglich. Bei der großen A-Aktie ist der Kurs aktuell 170.000 Dollar. Wir von der Garnier, also mein Kollege Dr. Radhauski und ich, haben in unserem Fonds, dem Akatis Garnier, die Berkshire mit 8% hochgewichtet, weil wir der Meinung sind, der Wert wäre 230.000. Und das Schöne ist, dass Buffett bei 150.000 Dollar Aktien zurückkauft. Das heißt, Berkshire selbst ist eine Erfolgsgeschichte, die geht weiter, weniger dynamisch als in den letzten 10 bis 15 Jahren, aber wir sind unverändert überzeugt und vielleicht, um Ihnen nochmal eine Hausnummer zu nennen, Berkshire hat einen Nettogewinn nach 9 Quartalen von 15 Milliarden Dollar erzielt bei einer Marktkapitalisierung von 280 Milliarden Dollar. Demnächst kommen die Zahlen für das gesamte Geschäftsjahr, die Erwartung liegt so bei 17 Milliarden Dollar. Ich denke, da wird auch in Zukunft noch die ein oder andere Milliarde draufkommen. Das heißt, nach Ihrer eigenen Definition ist Berkshire Hathaway eine Value-Aktie? Ganz genau, denn der Preis, 170.000 Dollar, liegt erheblich unter dem Wert, 230.000 Dollar, weswegen wir Berkshire als Value-Aktie klassifizieren. Gibt es auch hier in Deutschlands erster Börsenreihe oder zweiter Börsenreihe, DAX, MDAX, Ansätze oder Aktien, die auch ja, dem Value-Ansatz entsprechen? Dem Value-Ansatz entsprechen, was die Qualität angeht, ja. Allerdings ist das Problem der Preis. Derzeit gefällt uns im DAX nur die Münchner Rück. Im MDAX sind wir gar nicht vertreten. Wir haben uns in den letzten Jahren tendenziell aufgrund der höheren Bewertungen von einigen deutschen Aktien mehr oder weniger verabschiedet. Wo werden Sie zuschlagen? Wo könnte Warren Buffett Ihrer Meinung nach als nächstes zuschlagen? Ja, der Meister ist immer für eine Überraschung, immer für eine Überraschung. Gut, wir haben den Vorteil, wir sind ein bisschen kleiner als er, also wir können auch die ein oder andere interessante Anleihe oder kleinere Werte kaufen. Das hilft Buffett nicht. Er stünde eigentlich mal wieder eine Mega-Übernahme an. Er hat im letzten Quartal insgesamt über alle Einheiten 42 Milliarden Dollar in der Kasse gehabt, davon allein 35 Milliarden in der Versicherungstochter, über die er in der Regel die Übernahmen tätigt. Und wir sind selber gespannt, die US Gypsum beispielsweise, wo er schon aufgestockt hat, wäre so ein Kandidat für eine Vollübernahme. Aber auch sonst hat er ja schon zuletzt nach 20 Milliarden großen Zielen Ausschau gehalten. Mal gucken, vielleicht ist auch Buffett derzeit der Preis allgemein etwas zu hoch erwartet, wie wir ganz gerne auch auf turbulentere Zeiten.
Ja, eine Mega-Übernahme wäre ja Facebook. Die hatten ja gestern App, WhatsApp und so wird das dann immer größer. Ich will jetzt hier nicht in die Gerüchteküche rühren. Henrik Mohle von der Carnegie 150 AG. Milliarden und Technologie ist das auch eher nicht seine Spielwiese. Das ist bekannt. Danke sehr fürs Interview.